Wasserhahn auf, Glas gefüllt und fertig ist das Trinkwasser. Denken viele, aber so einfach ist das gar nicht. Also aufgepasst. So einfach ist das. Naja gut, ging jetzt ein bisschen schnell, oder? Also fangen wir mal von vorne an. Das ist ein Wasserhahn. Der läuft, wann wir es wollen und stoppt, wenn wir es wollen. Und läuft wieder und stoppt wieder. So, wie wir es wollen. Dafür, dass das so funktioniert, wie wir wollen, sorgen unsere kommunalen Wasserversorger. Denn hier wird das Wasser gesammelt. Die Wasserversorger reinigen das Wasser dann mit der besten Methode, bis das aufbereitete Wasser bestes Trinkwasser ist. Über Pumpen geht's dann durch ein ausgeklügeltes System zurück in die Haushalte. So bekommen alle Menschen überall in Deutschland Trinkwasser in gleich hoher Qualität aus dem Wasserhahn. Und das kann man sich dann schmecken lassen. Schließlich ist Wasser das wichtigste Lebensmittel. Und das Beste, Wasser ist in Deutschland kein knappes Gut. Dank des Wasserkreislaufs aus Verdunstung, Abregnen und Grundwasserbildung. Ein Beispiel dafür. Wasser in Seen verdunstet und bildet Wolken. Die regnen ab, wenn sie genug mit Wasser gefüllt sind. Ein Teil davon sickert in den Boden ins Grundwasser. Und daraus gewinnen kommunale Wasserversorger Trinkwasser, das sie über ein kilometerlanges Trinkwasserrohrnetz in die Haushalte bringen. Damit es aus den Hähnen weiter fließt. So, wie wir es wollen.